Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und wir haben heute mal einen Sonnenschein. Es ist ganz ruhig. Die Geister sind heute sehr glücklich. Süßes, süßer. Wir müssen reden. Nein, so meinte ich das nicht. Natürlich rede ich vom süßen Produkt unserer Freunde, den Bienen. Pass auf, wenn du ein paar Blumen. Ja, okay, das wissen wir ja. Das wissen wir ja schon. Jetzt können meine Tiere auch mal wieder rausgehen. Und wir haben nämlich noch eine Batterie kassiert, deswegen bin ich extra noch losgedüst und habe die eingesammelt, weil ich mir schon dachte, dass über Nacht vielleicht noch mal ein Blitz einschlägt und wir noch mal eine Batterie generieren können. Das war ganz cool, hatte ich Glück. Die hört sich schon erwachsen an. Die ist ja noch so klein. Warte mal, meine Ziege könnte aber. Nein? Der Stall wird schon ganz schön voll. Wir werden jetzt anscheinend mal einen neuen Dings machen müssen. Das ist ja blöd. Aber naja. So, dann machen wir gleich wieder Pastinakensaft. Ja, wir holen uns jetzt noch Holz und bauen noch ein paar. Basteln uns noch ein paar Zäune. Da habe ich ja echt extrem viel Holz. Verdammt. Warum habe ich so wenig Holz? Wir hauen da jetzt so viel rein, was geht, und werden alles verkaufen, weil ich da mega Kohle draus ziehe. Wenigstens haben wir hier wieder volle Wiese. Nur dieses ganze Unkraut muss weg. Zack, zack. Was hatte ich jetzt eigentlich vor? Geld sparen, irgendwas bauen und vielleicht sogar den Bus holen. Deswegen möchte ich jetzt eben alles produzieren, was ich produzieren kann, damit ich den Bus jetzt in der nächsten Folge holen kann. Oder in der übernächsten, besser gesagt.
Nein, jetzt habe ich noch Hartholzzaun gemacht. Bin ich blöd? Wie sieht denn der eigentlich aus? Der ist ein bisschen heller. Wisst ihr was, den hau ich klein. Wisst ihr, was ich auch überlege, ob ich nicht da direkt ein Ding durchbaue, diesen Weg hier entlang einfach wegmache. Den Hartholz weiß ich noch nicht, was ich damit anfange. Hau ich jetzt einfach mal hier hin. Okay, dann haben wir hier noch Holz. Dann kann ich das noch hier. Zack, zack, zack. Haben wir da noch was? Dann könnten wir mal zu Robin gehen und da mal vorbeischauen, ob wir nicht vielleicht Hartholz kaufen können. Das werden wir auch tun. Das ist eine gute Idee. Jetzt bloß ganz kurz das Unkraut noch weg. Platziere noch ein, zwei Holzzäune. Da gibt es echt mega viele Lachsbeeren, das ist so krass. Haben wir denn hier? Mich würde mal interessieren, was das hier ist. Können wir schon weghauen, wenn wir 300 Stein haben. Ich finde das so krass, einfach nur die Vorstellung, dass wir über 300 Stein haben. Das Unkraut hebe ich auf, weil ich das mal für irgendwas gebraucht habe und dann hatte ich es nicht mehr, das weiß ich noch. So, auf geht's zur Mine und dann zur Robin. Ich bin so gespannt, ob man da Hartholz bei ihr kaufen kann. Aber ich glaube, das war so teuer, oder? Kann es sein? Hofgebäude errichten, Hühnerstall, Stallbrunnen, Silo, Mühle. Hütte, das ist Pferdestall. Luxusstall. Großer Hühnerstall bietet Platz für 12 Stalltiere. Schaltet Schafe und Schweine frei. Das wäre natürlich schon interessant. Also entweder holen wir uns das hier oder das hier. Kommt mit einer Brutstätte, schaltet Enten frei. Ich glaube, wir holen uns das. Das heißt, wir brauchen 400 Holz. Oh, was ist denn das? Monsteraufhänger. Cool. Was ich halt immer noch am coolsten finde, ist dieser komische Ofenkamin. Der sieht einfach so geil aus.
egal. Ach, da ist hier. Juhu! Okay. Bin ich das, oder wie? Ich weiß nicht, wer das sein soll. Ich verstehe es nicht. Ich komme da tatsächlich echt nicht mit. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Mit den ganzen Tieren. Ist es Marnie und ihre Mama vielleicht? Nein, das ist die Mutter von der Kleinen, von der Yas. Und dem Shane? Nein. Nee. Ich kenne mich nicht mehr aus. Mag er vielleicht Lachsbeeren auch? Der mag echt nichts außer Weintrauben. Ist das nervig. Hier gerade am gucken, ob wir noch irgendwie da unten vielleicht Holz oder so finden. Außerdem waren wir schon mega lang nicht mehr am Strand. Keiner da. Alles voll. Brauche ich den vielleicht noch? Was haben wir denn hier? Schwarzes Brett. Den haben wir schon. Verdammt. Wir bräuchten eigentlich bloß noch die Entenfeder. Und was noch? Den Rotkohl. Wo kriegen wir einen Rotkohl her? Okay, sorry, war keine Absicht. Ich verstehe nicht, warum ich keine Sequenzen mehr bekomme. Wenn ich doch bei so viele Herzen bekommen habe. Aber es ist echt. Jetzt schaue ich dann nachher mal nach, wie ich diesen Rotkohl bekomme. Ich denke, den kann ich mir auf jeden Fall kaufen. Ich glaube auch, dass es vielleicht eine Mutation ist oder erst ab einem gewissen Jahr freigeschalten wird. Da ist keiner da. Das heißt, ich brauche da auch gar nicht gucken. Doch, ich könnte mal gucken nach Hartholz. Die Lachsbären nehmen jetzt dann überhand. Oh, da ist eine Morkel. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich das Hartholz herbekomme. Es kommt hier immer wieder.
Also in diesem geheimen Wald kriegt man immer wieder Hartholz. Das ist gut. Haben wir heute Pilzsaison? Nur mal kurz wissen, ob ich hier einen Waldspringer finde. Ich glaube, da müssten jetzt im Frühling Waldspringer auftauchen. Gucken wir mal. Der ist viel zu leicht für einen Waldspringer, das ist keiner. Doch, ist es. Seit wann sind die denn so leicht zu fangen? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ui, hier ist aber dunkel. Vielleicht sollte ich mal zum Zauberer gehen. Vielleicht kriege ich jetzt so eine Zwischensequenz. Ah nee, ich komme ja nicht mehr rein. Was wir jetzt tun. Ich weiß vielleicht noch einen anderen Weg zu einer Zwischensequenz. Wir gehen jetzt mal kurz hoch und dann gehen wir wieder runter und schauen mal, ob dann eine Zwischensequenz kommt, weil das ist ja öfter hier der Fall. Nein. Verdammt. Der ist ganz schön schnell. Weg da. Alter, schaut mal an, wie kaputt das gegangen ist. Das ist ja gemein. Ich glaube, ich baue jetzt dann bloß noch Steindinger. Halt, den Waldspringer hebe ich mir auf. Ich bräuchte eine neue Kiste. Wachel. Kann ich denn den nicht? Oh Menno, das ist ja gemein. Okay, da müssen wir jetzt noch kurz Goldbahn verkaufen. Die hier noch reinhauen und dann war es das auch mit dieser Folge. Und ich hoffe, wir haben dann genügend, dass wir morgen den Bus reparieren können. Das wäre nämlich toll. Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so sein sollte, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir ein Like oder ein Abo. Ich würde mich super freuen. Bis zur nächsten Folge, macht's gut und tschüssi. Ja, ist nicht so viel Geld geworden, verdammt.